Thomas Schlick, was können Sie mir über diese tolle Veranstaltung hier berichten bis jetzt? Ja, ist eine herausragende Veranstaltung, ist ja jetzt auch schon zum wiederholten Male hier in Bregenz stattfindet. Ich denke, es ist ein idealer Ort für diese Veranstaltung, weil es ganz einfach relativ nah an drei Ländern dran ist, mit Österreich, hier Schweiz und Deutschland. Die Teilnehmerzahl zeigt natürlich auch, dass es angenommen wird, und am langen Ende geht es immer darum, dass die Referenten hohe Qualität haben, um dementsprechend den Torwarttrainern, die hier angereist sind, Wissen zu vermitteln und Ideen für ihr eigenes Training mitzugeben. Und die Qualität der Referenten ist halt einfach gut, und deswegen ist die Veranstaltung richtig gut. Wir haben heute Claudio Filippi da von Juventus Turin. Bringt das Ihr Torwarttraining auch nach vorne, oder ist da schon alles bekannt? Das ist grundsätzlich bekannt, weil ich den Claudio auch schon seit 10 Jahren kenne und man natürlich immer mal wieder, auch wenn das ein bisschen schwierig ist von der sprachlichen Seite, Kontakt hat und er dann auch in Englisch zumindest mal schriftlich antworten kann. Also das ist schon ganz angenehm, und auch die Hilfsmittel, die er da vorstellt, so wie Filippi Push und das Filippi Shield, sind natürlich bekannt und werden auch in Dortmund bei uns im Training ständig benutzt. Mhm. Wie wichtig ist das eigentlich, dass man... Der Torwart ist ein bisschen anders als Feldspieler im Jugendbereich. Wie wichtig ist es dann, dass die dann auch irgendwann zu den Profis raufkommen? Ja, ist grundsätzlich sehr wichtig, weil natürlich auf dem höchsten Niveau nochmal eine ganz andere Dynamik und Geschwindigkeit im Spiel drin ist. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir die Kinder und Jugendlichen darauf vorbereiten, was kommt. Das heißt, im ersten Schritt, wenn sie relativ klein und jung sind, steht die technische Ausbildung im Vordergrund. Aber dann muss es auch schnell passieren, dass die Realität, nämlich das Spiel, im Training abgebildet wird und sie im Training Entscheidungserfahrungen sammeln, die ihnen dann helfen, das in den konkreten Spielsituationen umzusetzen. Was dann wiederum dazu führt, dass sie, wenn sie viele Erfahrungen, Entscheidungen sammeln konnten, sie besser vorbereitet sind hinterher auf das Top-Level. Und deswegen, je früher sie da ins Training reinschnuppern können, bezüglich Intensität, Körperlichkeit, Geschwindigkeit, desto wichtiger ist das.